Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Haben wir mit dem Hanek schon gesprochen? Hallo Hanek. Ach, hier Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Jo, wird gemacht. Wie? Oh, nein. Dann, Leute. Ich gebe das dann wieder. Und dann kommt... Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten 3 Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Jo. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wenzel. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, Rufus. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Okay, dann bleibt nur noch Toni. Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Oh, okay. Vergiss es. Mal nach. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn um die... Und was macht ihr? Einen neuen Papagei. Verstehe. Jo. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Lonzo. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Ja. Oder vor. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Ja, auf jeden Fall. Schild. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ja. Lonzo. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Auf jeden Fall. Du, Lonzo. Ja. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen.
Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Toni nervt. Ich glaube, Toni war doch, die groß, krantig und feuerspeiend war. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Wecker, Wecker, Wecker. Zeke, Hager, Zack, Keif. Ach ja, ich bin schon lässig. Ja. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ja, Toni kommt leider nicht drin vor. Ich muss gehen, Abenteuer erleben und so. Was auch immer. Gut, hier haben wir jetzt alles abgehakt, also können wir wieder rausgehen. Zur Gasse. Ja, die Notfallstation mal zu, das wissen wir ja. Mit Tanik haben wir ansonsten geredet. Hierfür, für den Sprengplan, brauchen wir Magnete, also gehen wir mal wieder in den Dorfkern. Mal gucken, was ich hier noch so finden lässt. Hier waren wir. Hier will ich als letztes reingehen. Weil da gibt es sicher dann am meisten zu tun. Weil ich meine, wenn der schon hier reinläuft und dann sagt, man ist hier in Aufstand vorm Rathaus, dann wird im Rathaus ja sicher was sein. Und das halte ich mir natürlich für den Schluss auf. Wo geht's denn hier lang? Zu Tonis Hütte. Da waren wir momentan nicht hin, oder? Na doch, wartet mal. Wir könnten... Hier ist wahrscheinlich nichts mehr zu holen. Boah. Hier geht Framerate aber runter.